Hallo und herzlich willkommen bei Boxerbus Garage. Heute werden wir neue Sitze in meinem blauen VW-Bus bauen und dafür werden wir diese Sitze hier benutzen. Ich habe hier schon angefangen, wie man sehen kann, den VW-Bus auszuschlachten. Wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, hat das Auto einen Totalschaden. Hier ist jemand reingekoffert in das Auto. Also der ist auf jeden Fall hin. Und wir haben uns entschlossen, wir werden jetzt alle verfügbaren Teile, die nutzbar sind, aus diesem hier ausbauen und in meinen blauen VW-Bus, den ich draußen geparkt habe, einbauen. Wir haben angefangen mit dem E-Lüfter. Das ist auch eine witzige Geschichte, wir waren vorige Tage da dran. Haben den ganzen Wagen auseinandergepflückt, wirklich alles. Ihr könntet sehen, hier überall die ganzen Armaturen rausgenommen, nur für diesen kleinen Lüfter. Der ist nämlich an meinem anderen VW-Bus kaputt. Den müssen wir natürlich dann einbauen, wenn ich dazu wieder Zeit habe. Momentan brauche ich das Auto noch. Ich habe ja im letzten Video schon einmal die Türpappen eingebaut aus diesem Auto, weil die mir besser gefallen haben. Habe mir jetzt überlegt, die Sitze passen natürlich nicht dazu, die sind ja noch braun. Und ich bin einmal mit dem Auto jetzt als Beifahrer gefahren. Ich habe gemerkt, dass diese Sitzbank sowas von unbequem ist. Und das kann ich nicht zulassen, dass Pia so mitfahren muss. Deswegen habe ich überlegt, machen wir diese Sitze hier rein. Ich habe hier schon etwas sauber gemacht. Man sieht schon einen super Unterschied im Gegensatz zu vorher. Weil dieses Auto natürlich nur als Firmenfahrzeug genutzt hat, sind diese dementsprechend etwas heruntergerockt. Das Einzige, was noch gemacht werden muss, sind hier die Kopfstützen müssen neu. Aber die habe ich schon gefunden. Die kosten nur ein paar Euro. Die sind bestellt, die kommen die Tage irgendwann an. Aber wir werden diese Sitze jetzt komplett sauber machen, ausbauen und in den blauen VW-Bus einbauen. Herumgeplagt. Ich hoffe, man hört was, weil ich stehe jetzt mitten im Wind. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Also hier sieht man einen deutlichen Vergleich zwischen den zwei Sitzen. Jetzt ist natürlich die Sonne ein bisschen kacke, aber wenn man so guckt, so sah der hintere Sitz vorher aus. Also wie schmierig der ist und was man sich da jetzt schon wieder herausgeputzt hat, das kann man schon fast gar nicht mehr vergleichen. Ich mache jetzt den zweiten Sitz fertig, dann bauen wir die Sitze mal ein und gucken dann. Die Kopfstützen, wie gesagt, sind unterwegs und eigentlich ist es auch nicht so schlimm, wenn die noch ein bisschen sind, weil dieser hier ist jetzt auch nicht hundertprozentig. Wenn man ganz nah dran filmt, sieht man das. Aber ich möchte ganz gerne Pilotensitze in das Fahrzeug einbauen. Das sind Sitze aus einem Multivan, die haben Armlehnen und die sind aus Stoff und sind nochmal besser gefedert. Aber die zu bekommen ist sehr, sehr schwierig, weil die sind schweineteuer. Und fürs Erste müssen die dann erstmal herhalten. Sind drin. Ich zeige euch einmal das fertige Ergebnis. Also zu den Türpappen passen sie auf jeden Fall sehr gut. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, sie sind doch nicht ganz sauber geworden. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal nacharbeiten kann. Auf jeden Fall haben die Sitze natürlich schon 30 Jahre auf dem Buckel, genauso wie die Türpappen. Aber die sehen immer noch besser aus wie die anderen Sachen. Jedoch fehlt mir wirklich hier die Sitzbank. Ich finde das besser, wenn hier die doppelte Sitzbank drin ist. Die bleiben jetzt erstmal drin. Ich guck mal, ob ich die anderen jetzt noch bekomme, die anderen Sitze.
ich gucken, ob ich die anderen Sitze noch bekomme. Falls ich die bekomme, werden die sowieso rausfliegen. Ansonsten überlege ich mir eventuell, die Sitzbank auch wieder in diesem Grau zu holen. Die gibt es auf jeden Fall noch einfacher zu bekommen wie die braunen Sitzbänke, die ich ja vorher hatte. Nur meine Sitzbank ist natürlich nicht sehr schön, deswegen war der Lampfüberzieher einmal drauf. Das war es jetzt soweit von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Ich werde euch unten mal die Reinigungsmittel verlinken. Das ist eigentlich ein super geiles Zeug, macht auch wirklich seinen Dienst. Bei den Sitzen hat es jetzt sehr, sehr viel gebracht, jedoch ist nicht alles abgegangen, aus dem einfachen Grund, die Sitze sind wirklich sehr, sehr schmierig. Das konnte das Mittel dann leider nicht herausholen, aber sonst kann ich nur einen Daumen nach oben für dieses Mittel geben. Also in diesem Sinne sage ich wieder Peace und bis zum nächsten Mal. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put in. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran. Better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded. No budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life.